Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craftopia. Ja, wir wollten uns vom Dungeon treffen. Ja, ich hatte dann irgendwie doch ein bisschen Geld noch, weil ich ja noch eine Fuhre verkaufen konnte. Also können wir jetzt die letzte Insel in der Reihe auch machen und... Poison, es ist kein Poison. Gut, die ist jetzt Enemy Level 86. Ja, Gott, ne, ist ein bisschen hoch. Wir gehen mal hin. Dungeon möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich kenne die Insel schon. Jo, ganz ruhig. Aber ich kenne die Insel schon, da ich hier mit einem Kumpel von mir schon hart am Ballern bin. Dieser Insel. Gucken, ob ich die Skelette mal eben töten kann. Gucken, wie viele Erfahrungspunkte die Boys bringen. Dann könnte ich nämlich hier ein bisschen leveln dann. 11. Wahnsinn. Ich will nicht wissen, wenn die mich treffen, was sie für ein Damage machen. Auch nicht viel. Das kann ich gegenheilen. Außerdem, wenn ich sterbe, ich habe eh kein Geld, was ich verlieren kann. Die 7000er. Ich verliere nur meine Schwerter ziemlich schnell hier, ne? Das könnte vielleicht ein Problem werden. Aber wir haben ihn. Easy. Das hier alles können wir nicht abbauen. Das hier alles können wir nicht abbauen. Das können wir nicht alles. Ja, egal. Die Ärzte sind noch ein bisschen hoch für uns. Ja, da brauchen wir eine, ja, fast die höchste Spitzhacke. Oh nein. Werwölfe. Mit denen möchte ich mich jetzt aber nicht anlegen. Weil die hauen ja zurück. Die Skelette sind ja harmlos. Die sind langsam und doof. Oh, da unten ist eine Kiste. Die würde ich natürlich schon feiern, ne? Müssen wir mal hier sneaky. Blub. Ich hab's drauf, ich weiß. So. Und das hier wäre mein Bauplatz. Wir haben hier nämlich einige Vorkommen an Erzen, beziehungsweise auch Sand. Hier müsste Eisen drin sein. In dem Ding. Ich weiß nicht, wie viel genau da drin ist. Also ich habe das Gefühl, es sind so um die 10.000 oder mehr. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe schon mal einen leer gekloppt. Also jetzt nicht so, sondern halt mit den automatischen Abbaudingern. Wird ja ewig dauern hier. Ja. Ja, hier würde ich dann bauen. Vielleicht. Auf jeden Fall würde ich erstmal umziehen wollen. Wobei ich jetzt gerade überlege, dass die Insel hier vielleicht auch noch ein bisschen zu heavy ist. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Eisen mit. Und gehe wahrscheinlich wieder zurück. Erstmal. Aber das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Insel. Ja, ich gehe erstmal wieder zurück. I think. Diamant, Diamant, Silber, glaube ich. Oder bin ich mir nicht sicher? Vielleicht ist das ja schon eine neue. Diamant, weiß ich nicht. Eisen. Oh ne, das ist auch das 10er Erz. Das ist auch das ganz neue. Das ist 11er, noch höher. Und wieder das 10er. Okay. Ja, können wir alles nicht abbauen. Schade. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich muss auf jeden Fall umziehen, die Folge. Auf jeden Fall. Ich werde hier nochmal ein, zwei Bäumchen fällen. Dann braucht man aber nicht so weit laufen. Auf irgendwelchen anderen Inseln, wo man nicht mehr hinkommt. Gucken wir mal. Oder gehen wir hier einfach hin? Oder hier? Ich hätte schon gern noch eine geile Insel, ne? So in dem Bereich hier, in dem Fünfer. Aber ich brauche halt erstmal wieder Geld. Gehen wir kurz dahin, gucken, ob wir einen Dungeon finden. Also ich weiß ungefähr, wo welche sind. Ungefähr. Weil das hier ist ganz cool, weil es ist halt so Herbst. Und hier gibt es überall
Grabsteine. Ja, mit Elemental Dust. Den braucht man. Später. Ich weiß nicht mehr genau wofür, aber man braucht ihn. Hier gibt es auch schon Gold. Und wir haben ja schon Gold, aber können wir halt noch nicht verarbeiten. Weil wir noch nicht hoch genug sind. Weil wir so schlecht sind. Dass wir nicht gelevelt haben. Also, den. Ne? Ja, ist das Ding weiter ausgebaut. Da ist jemand erschienen. Ein kleiner Geist. Ja, natürlich ist da ein Rochen drin. Leute, warum soll da ein Rochen drin sein? Ich brauche kein Rochen. Ich brauche einen Dungeon. Da ist auch schon ein Dungeon, der schwebt ein bisschen komisch in der Luft. Dungeon of the Island, ich komme nicht rein. Gerade wo die Gegner dran vorbeischießen, ne? So, eine Waffe sieht aber gerade aus, als ob sie kaputt geht. Ist das richtig? Ne, die nicht. Die. Reparieren. Und dadurch verliert die jetzt ein bisschen Haltbarkeit. Zack, 7 weniger. Das heißt, irgendwann sind die Waffen Müll. Und da haust du 5-mal zu und... Scheiße, ich muss reparieren. Und so weit habe ich es noch nie geschafft, also... Haltet still, ihr kleinen Ratten. Kleinen Baby-Goblins, Troll-Dinger. So, tot, tot. Nehmen wir natürlich alles mit, ne? Alles mitnehmen. Alles Geld. Passt alles. Sagt die Zeit. Oh, guck mal, ein bisschen haben wir schon wieder rum. 7 Minuten und noch was. Wir sitzen schon im ersten Dungeon. Wir sind ja richtig fleißig. Haben immerhin eine gute 11er Karte. Also die letzte in der Reihe. So, gucken wir einmal kurz die Waffen an. Ne, boah. Guck mal hier. Einhandschwert mit 400 Damage. Nehmen wir. Und hier. Eins mit 210 Damage. Nehmen wir auch. Sag ich jetzt mal da unten erstmal kurz hin. So, du bist wahrscheinlich auch nicht besser, ne? Was haben wir hier? Eine Steel Axe. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir Waffen, die machen wesentlich mehr Damage. Jetzt haben wir übelst mehr Schaden. Man darf das immer nicht unterschätzen. So, wir müssen aber kurz einmal hier was essen. Und einmal rohes Fleisch. Denn... Brauchen wir einen Buff. Brauchen wir meine Buffs. Boah, viel drin, ne? Ist ja gut. Weiß nicht, wo ist er. Da ist er. Es gibt immer einen Heiler. Und die Heiler sind die schlimmsten. Warum? Ganz einfach. Sie heilen. Das war das Fass. Aber ich glaube, die können auch sich selber treffen, die Dödels. Und wie ich jetzt den auch anzünde. Da ist der alte Bombenboy hier. Sein scheiß Feuer. Stirb. Der Flieger ist schon tot. Sieht so aus. Gut. Huhn. Nope. Heilung. Wichtig. Fähigkeit ist auch gerade wieder ausgelaufen. Also mein Buff. Wunderbar. Das zählt irgendwie als Holz. Nur weil es eine Holzkiste ist? Verstehe ich nicht. So, jetzt bin ich gespannt, welcher Boss da hinter der Wand steht. Ach nein, es steht der schlimmste Boss dahinter, den es gibt, finde ich. Die Blumenlady. One-shotten kann ich sie nicht. Weil ich die Fähigkeiten noch nicht dazu habe. Sechs. Umschalten. Reinrennen.
Die wird jetzt nervig. Ich hoffe, sie tötet mich nicht. Das ist nämlich die nervigste Fähigkeit. Nein, die nervigste Fähigkeit sind diese scheiß Blumen. Shit. Die Blumen und ihre Böllerung. Ihre Sprünge, naja, mein Gott, ne? Aber das ist halt das Nervige. Dieses Rumschießen. Man kann es halt. Kann es schon predikten, klar, wo es hingehen wird. Aber ich finde es halt einfach nur übelst nervig. Und wenn das jetzt kommt, boom, dann macht die instant so ein Damage. Oder das. Ugh. Und man ist dann so ein bisschen am Arsch, wie ich jetzt. Und sich einfach nicht bewegen kann. Man ist einfach nur langsam. Sieht ja den schwarzen Schleier um mich rum. Und der macht mich jetzt ein bisschen langsamer. Die gute Fleur. Ich habe auch immer die falsche Taste, merke ich gerade. Ich habe das, glaube ich. Also an sich ist es easy. Dem aus. Ich bin nicht reingerannt. Ja, doch noch fast smart. Oh. Das war verdammt viel Schaden. Und wieder geslowt, ne? Oh, und noch mehr Schaden, als ich dachte. Jetzt kann ich mich nicht richtig bewegen, weil ich jetzt in irgendeine Richtung rolle. Das heißt, das hat absolut keinen Sinn hier. Ich werde das nicht nochmal probieren. Das regt mich dann nämlich nur auf. Und einfach rausgehen. Das heißt, ich bin noch nicht stark genug für sie. Nicht wahr? Sie ist mir zu heftig. Ich habe ja noch keine Skills, die ich dafür brauche. Das hier zum Beispiel, das ist so weird, dieses Spiel manchmal. Ich krieg so hart auf Rübe. Durch einen scheiß Bär. Es ist einfach nur ein Bär. Und der tötet mich halt. Das finde ich halt Wahnsinn. Da ist irgendein Bogenschütze, der mich schon wieder hart angehen möchte. Es ist halt hart. Aber wir haben den dann. Ne? Er ist auf einmal da. Und wie schnell er ist. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Und meine Kisten aufmachen. Kriege ich wenigstens was. Das ist wieder dieses schlechte Bergklettern. Na, jetzt kommt wieder das Gute. Schlecht, schlecht. Was soll das? Oh, lass mich jetzt hoch da. Danke. Was ist denn das da unten? Ach, das ist diese Kuh, die explodieren kann. Dungeon. Da hinten ist ein Dungeon, ne? Oh Gott. Was macht denn hier draußen ein Phönix? Mit dem kriegt man seine Flügel. Für 40 Federn. Und wenn man nochmal 60 draufhaut, dann kriegt man die nächsthöheren Flügel. Und das ist eine Mine. Da vorne. Da gehe ich auch nicht rein. Oder ich renne nur durch. Weil das dauert verdammt lange. Dann gucken wir aber mal rein. Trotzdem. Denn in Minen gibt es 1000 verschiedene Erze. Es gibt dann diesen schönen Limestone hier. Ne, Clay ist das. Oh, vertan. Clay nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Clay ist wichtig. Dann hat, wie gesagt, hat man jede Sorte Erze. Hat man hier sein Silber, Titanium. Wie man ja schon sieht. Das dauert alles ein bisschen, ne? Das kann ich natürlich auch alles abbauen. Es gibt einen roten Stein, grünen Stein, blauen Stein, was weiß ich für einen Stein. Aber mich interessiert eigentlich nur das hier. Das ist nämlich dieses Rohr. Wir sind schon voll, oder was? Da muss ich mal ein bisschen was zerstören.
Weil ich brauche das Zeug. Ich bringe 5000 Gulden, das kann ich jetzt mal nicht wegschmeißen. Ne? Wobei, was sind die Schwerter jetzt schon? Ja, doch, kann ich wegschmeißen. Die Schwerter sind schon was wert jetzt. Die gehen jetzt schon in die hohen Punkte. Ja. Gut, 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 gut. Weil das ist dann das Enderz, hätte ich fast gesagt. Da kann man viel mitmachen. Also muss man. Clay ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Weil dann brauche ich kein Wasser und Sand, ne, sondern hab's direkt hier. Weil man weiß ja inzwischen, wie lange Wasser das, ne, das dauert ja ewig herzustellen. Also nehmen wir das auf jeden Fall mit. Wenn man kann. Und nicht immer voll ist. Hack dich durch. Das hier ist dann aber dieser Limestone, ja? Ja. Nehme ich nicht mit. Ich wollte es nur einmal kurz zeigen. Ich weiß noch nicht, wofür man das braucht. Irgendwas braucht man es bestimmt. Man braucht alles. Die roten, blauen und gelben da, das ist, glaube ich, fast nur kosmetischer Natur so, ne? Also Optik-Sachen. Aber Clay ist halt für ein bisschen mehr. Und man levelt hier eigentlich auch ganz gut drin. Das andere, es gibt ja nicht nur eine Ebene, ne? Sondern es gibt ja noch eine Ebene. Da gibt es auch Kohle. Gute für die Kohle ist. Ich weiß das auch nicht. Ich brauchte die bisher auch noch nicht. Vielleicht später für Motoren? Nee, Motoren kann nicht sein. Für irgendwas wird man das schon brauchen, ne? Klar. Aber schwierig, schwierig. Wie gesagt, mich interessiert nur das Rare Metal und vielleicht noch das Sulfur, was hier rumsteht. Das ist das andere hier oben drauf. Da können wir mal vielleicht ein oder zwei Stück mitnehmen. Nein, oh. Ist schon weg. Zack. Das geht Gott sei Dank schnell. Ja. Es gibt doch ganz normale Gegner hier drin. Wieder oben auf dem Berg, in der Richtung da. Da stehen sie, die Boys, und warten, dass ich unten lang komme. Und es gibt noch ein Erz, was ich hier brauche immer. Das nennt sich Bauxit. So, da sind die Bogenschützen schon im Anmarsch. Aber das ist mir egal. Denn ich bleibe erstmal hier unten. Und nehme mein Rare Metal mit. Und repariere dann, hier unten ist er, meine Spitzhacke, denn die ist gleich im Arsch. 16 Punkte verloren. Mhm. So, jetzt gehen wir den da oben mal einen Besuch abstatten. Den Brüdern. Die bringen auch ein bisschen mehr Erfahrung, wie man sieht. Aua. Junge, roll doch anständig. Ist ja ein Mädchen, aber egal. Kiste. Kisten gibt's hier nämlich auch drin. So, neues Schwert, 180 Schaden. Danke, brauchen wir nicht. So, ich habe doch Bauxit gesehen. Das braucht man auch. Ich weiß jetzt gerade nicht für was. Ist auf jeden Fall schon Richtung Endgame. Ja. Nicht so wie Silber, was eigentlich nur am Anfang ist. Sondern es ist dann schon noch am Ende. Da unten ist noch eine Kiste. Ist ja alles, was Geld bringt hier. Oh. Das war mal lange Zeit meine Lieblingswaffe. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Jetzt muss ich aber mal ganz schnell. Ich weiß nicht, kann ich das nicht einfach irgendwie rechtsklick und weg? Das war schon so viele Spielstunden, aber absolut keine Ahnung von dem Spiel. So. Nein, war es nicht? Oder habe ich sie weggeschmissen? Ist sie runtergefallen? Ich glaube, da war doch eben eine Glewe bei, ne? So eine große.
Weil die macht übelsten Schaden. Na gut, das ist mir egal, das ist irgendein Erz. Das ist wichtig. Rare Metal. Ganz wichtig. Vielleicht zeige ich das auch noch. Oh ne, kann ich gar nicht zeigen, weil ich es noch gar nicht verarbeiten kann. Deswegen. Hier kann man sich, glaube ich, ganz geschickt hinstellen und beide Steine treffen. Halb so lange Zeit, ne? Weil das ist ja eine riesige Mine. Vielleicht, dass ich eigentlich immer einer bin, der alles abbaut. Also alles, was hier drin ist. Ob es jetzt hier Bäume sind oder die Pilze. Ich nehme alles mit. Jetzt hier nicht für so eine Aufnahme geeignet, weil das dauert, glaube ich, wirklich über eine halbe Stunde. Wenn du mit dem Spitzhackenlevel wie jetzt hier halt arbeitest und nicht was Besseres schon hast. Wie Diamond oder so. Da braucht das halt alles zwei, drei Schläge weniger. Und so, naja, toll. Ich hack mir jetzt hier einen Wolf. Skillpunkte muss ich auch noch verteilen. Ganz easy. Machen wir schnell. Ich will nämlich mein Wasser haben. So. Das heißt, mir fehlt dann nur noch eine Sache, da unten die. Das dauert noch lange. Jawa. Kurz mal heilen. Haben wir hier noch Kisten? Nein, Bauxit aber. Ja, die Folge nähert sich schon wieder dem Ende, aber ich wollte den Endboss eigentlich noch mitmachen in dieser Runde. Bin ich ja mal so, ne? Aber ich darf halt dieses Rare Metal, das darf ich nicht hier lassen. Alles andere ja? Aber das nicht. Das ist halt rar, das ist selten. Müde bin ich, geht's ruh? Bin ich gar nicht, bin jetzt aufgestanden. Er ist aufgestanden, ist schon wieder dunkel draußen. Scheiße. Noch mehr. Ja, ich beeil mich ja. Ich beeil mich ja. Aber es hat mich angelächelt. Ich müsste hingehen und Hallo sagen. Yeah, Rookie Miner. 15 Erfahrungspunkte. Geil. Gut, jeder Brocken bringt, glaube ich, eine Erfahrung, ne? Toll. Ja, ein Erfahrungspunkt. Gib her. Das brauche ich. Ich darf noch nicht runterfallen. So, jetzt sind wir am Ende, oder? Nein, sind wir nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Hier der mit aber auch. Das hatten wir ja schon. Die Kisten hängen hier einfach nur so an der Decke. Zauberstab. Und Pfeile. Da ist er. Die Lanze, die ich meinte. Ha. Damit können wir jetzt ganz easy den Boss machen. Den nehme ich jetzt mal in die Hand. Die sind cool. Diese Waffen. Die sind wirklich cool. Nur wenn man zu zweit spielt, Grüße gehen raus, und jemand diese Dinge immer einmal in den Rücken ballert, gefühlt, wenn man da vorne als Nahkämpfer steht und die Person dann als Fernkämpfer fungiert und die Waffe immer reinschmeißt, werde ich einmal dadurch getroffen, durch das Reinfliegen, und wenn die Waffe zurückgezogen wird, werde ich nochmal getroffen. Ich fall immer wieder auf den Rücken. Ich kann also keinen Schaden machen. Ich weiß gar nicht, wer sich das da ausgedacht hat, ey. Schwierig. Aber egal. Das hat alles funktioniert. Alles hat funktioniert. Öfter mal gestorben und so, aber es hat funktioniert.
So, jetzt muss ich aber hier mal richtig genau gucken. Du bist nichts wert. Jetzt muss ich nämlich nach Preisen gehen. Weil ich kann halt nichts mehr mitnehmen. Und es ist nur eine goldene Pickaxe drin. Ich schmeiß da drei Sachen weg und es ist nur eine goldene Pickaxe drin. Es ist nicht wahr. Aber es ist so erstaunlich viel Rare Metal. Also, so viel war das, glaube ich, sonst nicht. Wobei, sonst sind wir mal zu zweit in den Minen gewesen. Das heißt, das weiß ich nicht mehr so genau. Müsste ich mal auf meine anderen Karten gucken gehen. Aber das kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Ich leuchte übrigens grün. Beim Hundi. Aber mein Handy zeigt nichts an. Das ist schon mal gut. Okay. So, komm jetzt aber. Lass uns jetzt nach Hause. Oh, das ist ein Bombenboy. Den mag ich ja gar nicht. So einen großen, dicken. Das ist so ein Rare-Mob jetzt. Der macht böse Aua, wenn er will. Wo habe ich um die Ecke geguckt? Verdammt, das ist auch noch ein Brocken. Ah, die Folge zieht sich jetzt heute. Aber, ne, was soll ich machen? Dann ist die nächste halt kürzer. Hm. Da ist aber der Eingang. Der Eingang zum Ende. Hack schneller, Mädchen. Ich weiß, ich könnte darauf auch skillen oder so. Aber auch den Damage. Ich will mich immer umskillen für 100.000. Wäre jetzt nicht das Problem. Hab ich hier schon einmal. Also kostenlos war das erste Mal, klar. Aber das nächste Mal würde 100.000 kosten. Was es dann kostet, weiß ich nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Brauchte mich nicht umskillen. So, schnell an ihm vorbei. Und rein in die Höhle. Die Höhle des Löwen. Ach nee, werden wir noch nicht. Ich habe meine Waffe gar nicht auf der 1 liegen, ne? Es ist die Schlange. Die machen wir jetzt noch. Dauert vielleicht 5, 6, 7, 10 Minuten. Vielleicht. Alle Buffs durchknallen lassen, ganz wichtig. Sex, danke. So, gucken, wie das so klappt. Oh, das könnte sogar tatsächlich klappen. Jo, es hat tatsächlich geklappt. Weil ich kann diese Waffe schmeißen, wie man sieht. Und ich habe dem Vieh halt ordentlich, mache ich dem Damage, ne? Weil diese Waffe halt übelst viel Attack hat. Auch so noch. Oh Junge, die macht aber Damage, die Alte. Das habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Aber sie ist tot. Boah, schön. Kann ich jetzt alles mitnehmen? Ich kann davon wieder gar nichts mitnehmen, Alter. Es ist so schlimm, wenn man keinen Inventory-Platz hat, ne? Ich schmeiß es einfach so raus. Oh, Mann. Eisen brauche ich. Aber ich brauche halt auch diese zwei Sachen. Der Rest ist mir egal. Ich brauche nur diese zwei Sachen. Die sind wichtig. Auch Erze, das sehe ich ja jetzt erst. Und natürlich, ganz wichtig, in dieser Höhle ist auch nochmal Rare Metal und Bauxit. Ja, dafür haben wir den Boss einfach mal schnell weggekloppt. Das heißt, ich muss das mal ausprobieren. Mit einer meinem Level 50 Char da fast. Wenn ich so eine Lanze nehme. Ob ich die damit direkt one-shotten kann. Weil ich stehe auf Range und schmeiß das Ding. Das heißt, ich kann durch den ersten Stun nicht getroffen werden. Ich bin immer so doof und stehe da immer und lass mich immer treffen. Ja. Na, ja, eine vergessen? Auf hier. Ein Dummy habe ich bekommen. Einen Dummy. Schön.
können wir ja nichts mehr tragen. Leckt mir eine Füße. So, jetzt geht's wieder halt nach Kohle, ne? Also das müssen wir noch ein bisschen abwägen. Das Geld spielt im Moment dann doch noch eine Rolle. Das spielt immer eine Rolle. Ne? Ganz wichtig, es spielt immer eine Rolle, die Kohle. Deswegen schmeiße ich jetzt auch mal so einen doofen Barren weg, weil das Teil ist nämlich auch was wert. Muss man halt wissen. Aber bevor ich kloppe jetzt noch ein bisschen hier Erze, ne? Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verkaufe den ganzen Schüssel da weg. Und dann hoffe ich, ziehen wir aber um. Ne? Ich weiß immer noch nicht wohin. Ich werde noch mal ein paar Inseln aufdecken. Und dann, wenn ich genug Kohle habe, dann sehen wir uns wieder, hoffe ich. Bis dahin und tschüss.